So, jetzt habe ich aber hoffentlich mal Ton. Ich bin ja schon eine Weile in dem Wald unterwegs. Leider kann ich euch die ganzen Aufnahmen nicht zeigen, weil die Kamera hat keinen Ton aufgezeichnet. Schon wieder mal. Das liegt an dem Billigkabel. Ich muss mir unbedingt noch ein anderes Kabel kaufen für das Mikrofon. Andauernd habe ich Aufnahmen, die einfach ohne Ton sind. Und deswegen dreht ihr das jetzt nochmal neu. Ihr könnt somit die Live-Grabungen ohne Ton vielleicht euch angucken. Ich werde euch auf jeden Fall die kurze Ausgrabung noch einblenden, aber eben ohne Ton, damit ihr das auch nochmal gesehen habt. Leider, wir hatten schon echt ein paar coole Aufnahmen heute gemacht, aber die sind alle für den Arsch. Also einmal eine Erkennungsmarke, Flak, schwere Flak, Ersatz A37 oder so. Und gerade eben hatte ich dieses coole Etui. Wenn man sowas findet, ist der Wald auf jeden Fall interessant. Das bedeutet, hier waren Leute, die haben vielleicht was verloren. Ich bin wieder mit einem Nocta Impact unterwegs. Anemone ist auch mit dabei. Anemone ist aber mit einem Nocta Fourscore heute mal unterwegs. Die probiert den mal aus. Und ja, wir sind schon eine Weile hier. Eine Stunde ungefähr. Die ganzen Aufnahmen sind, wie gesagt, nicht geworden. Schade eigentlich. Trotzdem zeige ich euch noch ein bisschen den Wald, wo wir heute hier unterwegs sind. Und ich hoffe, dass die nächsten Aufnahmen Ton haben werden. Na gut, dann sonnleg mal weiter. Also viel Spaß bei den stummen Aufnahmen. Hier stinkt's nach Scheiße. Okay. So. Was haben wir denn da gefunden? Ein Portemonnaie. Dann werden wir das jetzt mal öffnen. Nichts. Die Enttäuschung ist groß. Diese Aufnahme werde ich niemals zeigen. Ich dachte wenigstens Eheringe dran oder so. Eheringe? Wer trägt hier denn im Portemonnaie? Vielleicht liegt es doch schon länger. Geht nicht.
Was machst du? Hier ist, wo die Hundescheiße ist. In meinem Schuh. Willst du das mitnehmen? Nee, ne? Nein, ich will, dass du kaputt machst, damit ich reingucken kann. Da ist es noch Geld drin. Yay! Ein Cent, der sieht sogar noch ganz gut aus. Also es liegt wirklich noch nicht so lange. 3 Cent. Wow! Dieser Hundescheißgestank. Ich hab's jetzt nicht am Arsch, die Scheiße. Ja, wenn du da bist, dann habe ich nur Schatten. Jetzt sind wir hier mal in einem ganz neuen Waldgebiet unterwegs. Und hier habe ich gerade diesen Ring gefunden. Das scheint ein uralter Ring zu sein. Von 1914 bis 1915 steht da drauf. Und innen drin ist 800. Ein 800er Stempel. Das bedeutet auch, dass das alte Silber ist. Das neue Silber ist ja das 925er. Und das ist das alte. Und ich weiß ja nicht, was das hier für ein Adler ist. Aber das sieht auf jeden Fall preußisch aus. Und das ist ein ziemlich dicker Ring. Passt mir. Muss also von einem sehr starken Mann gewesen sein. Vielleicht ein Soldat. Einer der coolsten Ringe, die ich jemals gefunden habe. Russische Automobiltruppen. Was für ein Ding? Zeig mal. Ein Abzeichen oder was? Ach so, ja. Aber ist doch nicht russisch. Wie? Das sind doch die russischen Automobiltruppen, oder täusche ich mich jetzt? Nee, das ist deutsch. Deutsche Automobildinger. Mhm. Da werden wir nochmal nachschauen. Guck mal nochmal nach. 5 Öre oder Ohre. Höre. Wir befinden uns wieder im Studio. Ich würde euch nämlich noch gerne kurz die Funde zeigen, die ihr vielleicht gerade gesehen habt. Vorher möchte ich aber noch kurz was erzählen. Und zwar war es ja so, dass dieses Video ein bisschen merkwürdig geschnitten war. Das lag daran, dass das einfach etwas ältere Aufnahmen waren, die ich jetzt einfach mal verarbeiten wollte und endlich noch veröffentlichen wollte. Auch der Ring war ja nur dieser eine Fund, den wir da an der Stelle gemacht haben. Und auch wo das Portemonnaie lag, da haben wir nur das Portemonnaie gefunden. Und wo die Marke lag, haben wir halt nur die Marke gefunden und so ein paar Kleinigkeiten. Aber es war alles nicht genug, um eine richtige Folge draus zu drehen. Deswegen habe ich das jetzt einfach alles mal so zusammengeschnitten. Eigentlich wollte ich die Aufnahmen ja nicht zeigen, aber ich fand es jetzt doch ein bisschen zu schade, euch das vorzuenthalten. Und deswegen habe ich jetzt doch da eine Folge draus gemacht. Vielleicht nicht die beste Folge, aber immerhin. Ein bisschen was habt ihr gesehen und ich will euch noch ganz kurz die Funde zeigen und ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar haben wir hier den Kragenspiegel, wie ich im Video schon erwähnt hatte. Handelt es sich dabei um die russischen Automobiltruppen. Man kann den so drehen. Da hinten ist nämlich ein Gewinde dran, eine Gewindestange und da kommt eigentlich eine Drehscheibe ran. Die war leider nicht mit dabei. Die wird der Soldat irgendwo verloren haben, da im Wald mit dem russischen Kragenspiegel. Und ich finde diesen Fund total interessant und schön, weil er so viel Geschichte hat. Man muss bedenken, dass dieser Kragenspiegel befand sich eines Tages mal an einem Kragen von einem russischen Soldaten, der von Russland bis nach Deutschland gekommen ist. Und dann hat er da in dem Wald diesen Kragenspiegel verloren. Unter welchen Umständen er den verloren hat, das ist natürlich fraglich. Das werden wir nie erfahren. Vielleicht ist er verletzt worden, vielleicht ist er auch einfach so abgefallen beim Laufen durch den Wald. Ist er vielleicht am Ast hängen geblieben oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Fund mit viel Geschichte und ich habe schon mal so einen gefunden und freue mich über diesen Fund.
Dann hatten wir die Erkennungsmarke. Hier kann man jetzt sehr schön lesen, was da drauf steht. Ich habe die mit Oxalsäure gereinigt und dann mit Wachs konserviert. Ich werde die auch nicht noch weiter an Oxalsäure legen, weil sonst geht die kaputt. Man könnte ja den Zinkfraß da noch rausfressen lassen von der Oxalsäure, aber das möchte ich nicht, weil sonst ist auch die graue Farbe ab und die möchte ich erhalten. Deswegen bleibt die Marke jetzt erstmal so. Hier kann man lesen, was da noch steht. Ich werde es mal vorlesen. Schwere Flak, Ersatzbataillon 37. Und hier oben ist so eine Art T abgebildet. Und hier haben wir die Nummer, ich habe sie nochmal umgedreht, da erkennt man die Nummer besser, 9056 und LAT. Ja, wofür das steht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch keine große Recherche betrieben in dem Fall, weil mir die Zeit fehlt. Ich muss noch viele andere Videoprojekte bauen. Ja, so viel zu der Marke, ist ein sehr schönes Fundstück mit viel Geschichte. Wurde garantiert weggeworfen dort oben in dem Wald, weil dort war keine Flakstellung und da war auch keine Kampfhandlung. Hier nochmal die Rückseite. Und im Video ganz zum Schluss hat man ja noch diese Münze gesehen, die ich da gefunden habe. Und das sind 5 Ohre von 1899. Habe ich noch nie gefunden vorher. Ich habe schon mal 2 Ohre gefunden, aber 5 noch nicht. Da noch die Rückseite. Also wirklich ein sehr schönes Stück. Die habe ich auch einfach nur mit Wasser gereinigt, ein bisschen mit der Tierhaarbürste abgebürstet und dann habe ich sie mit den Stiften habe ich sie noch gereinigt hier mit diesen Reinigungsstiften, die es auch beim Sonnengänger-Shop gibt. Und dann habe ich die mit Triborius gewachst. Und das ist das Ergebnis. Ich finde das Ergebnis sehr gut. Eine schöne grüne Patina hat sie. Macht sich auf jeden Fall gut in der Vitrine oder irgendwo. Das Highlight war dieser Ring. Das ist ein patriotischer Ring aus dem Ersten Weltkrieg. Man sieht, dass hier steht 1914 und hier steht 1915. Der Erste Weltkrieg ging vom 28. Juli 1914 bis 11. November 1918. In dem Fall steht hier aber nicht 18, sondern 15 oder 16, glaube ich. 1916. Das ist also ein Ring, der über 100 Jahre alt ist und auch noch sehr schön erhalten. Und diesen Ring wollte ich euch schon lange mal zeigen. Das ist aber nie dazu gekommen, weil ich ja, wie gesagt, die Aufnahmen in dem Ordner drin hatte, wo ich eigentlich Aufnahmen drin hatte, die ich nicht veröffentlichen wollte. Jetzt habe ich es doch getan. Wie schon gesagt, sind nicht die besten Aufnahmen geworden. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ihr habt ein paar schöne Funde gesehen. Und ich werde das Video jetzt an dieser Stelle beenden, denn das war der letzte Fund, den ich euch zeigen kann zu diesem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.